dann, dass ihr eure Plätze auf Fuß haltet, dass ihr nicht runter auf den Zähnen oder so eine Halle verschreibt oder dann. Rettungswege müssen freigehalten werden. Hier als Formationsführer jetzt in der Formation von rechts vorne kommt. Von diesem Flugzeug wurden über 9000 Stück gebaut. So groß ist der Gegenschaftsbänder an einem Sprint. Länge von 10 Meter und Spannweite von 14,50 Meter hat sie maximale Startgewicht von ungefähr 4000 Kilogramm. Und erreicht eine Geschwindigkeit mit der 2 Pratt & Whitney Sternmotoren mit E460 PS. Erreicht sie eine Höchstgeschwindigkeit von ungefähr 325. Rechts nach vorne an dem Container kann man die Rundflüge biegen. Da sind auch letzte Plätze verfügbar. Für einen Rundflug um 14.30 Uhr, also wenn Sie da Interesse haben, bewegen Sie sich jetzt möglichst schnell nach rechts vor bis zum Ende der Flightline, um die Rundflüge zu buchen. Die Maschine wurde dazu gebaut, um Navigatoren und Bombenschützen auszubilden. Das heißt, man saß da vorne drin, lag teilweise da vorne drin, um Ziele anzuvisieren in dieser großen Blaskanzel. Da wurde dieses Flugzeug hauptsächlich als Trainingsflugzeug. So, unsere Formation noch einmal von rechts. In dieser Konfiguration mit drei unterschiedlichen Flugzeugen so sauber zu fliegen, da gehört ganz schön viel Können dazu, weil es eben lauter unterschiedliche Flugzeuge sind. Genau, das ist schon schwierig genug, Formation zu fliegen. Jawohl, und jetzt für Sie, liebe Zuschauer, Matze Hörber mit der Hawker Hurricane im Kunstflug.
Und der Matze ist ein richtiger Schwarm. Klasse präsentiert diese wunderschöne Hawker Hurricane. Werden, dass nur positive Gäse anliegen. Bei negativen Gäse fangen die Motoren an zu kotzen, weil sie keinen Sprit mehr kriegen. Das war dann mit einer Benzintriebwagen mit der Einspritzeinrichtung etwas anderes. Eine M109 konnte zum Beispiel negativ wegkaufen, während eine Hurricane oder eine Spitfire zuerst in die Rücklage musste, um dann zu ziehen, um positive Gäse anliegen zu lassen und dann dem gegnerischen Jagdflugzeug zu folgen, da war die mir oder dann schon lange weg. Ja, von der Hurricane ja auch über 14.500 Schritt gebaut. Reicht Höchstgeschwindigkeiten von knapp 550 km/h und eine Höhe von 11 Kilometer, also ungefähr 36.000 Fuß. Also, Matze, der kennt sich mit dem Flieger aus, der wartet dieses Flugzeug auch. Das Flugzeug wartet. Er kennt mit dem Flieger wirklich jede Schraube und er kennt auch den Motor in- und auswendig. Wesentlich jünger in diesem Flugzeug, 19, 20, 21 Jahre alt. Aber zur jetzigen Zeit ist der Matze mit Sicherheit der jüngste Hurricane-Pilot. Deutschlandweit auf jeden Fall, vielleicht sogar weltweit. Hat sich auch das Kräfteverhältnis in der Luft verschoben. Die alliierten Mächte in England haben Auftrieb bekommen. Das hat man der Spitfire zugeschrieben. Die britische Propaganda hat ihr Übliches getan. Oder das getan hat. Die Spitfire auf dem Frisch.
die sehen wir ja gleich auch noch in Kürze. So, der Matze hat seine Vorführung beendet. So wie es aussieht, kommt jetzt gleich zur Landung. Steven Longini heißt er, glaube ich, in der alten Reihe. Er kommt nicht, das wissen wir ja. Wir sind im Bremsen defekt an dem Flugzeug. Dafür haben wir einen sehr adäquaten Ersatz gefunden. Und zwar unsere Davi-Held, unsere deutsche Patty Webstaff, sage ich immer. Die extra 300L jetzt in der doppelsitzigen Version. Der extra 330 SC, die wir vorhin gesehen haben. Im Innenteil haben wir jetzt unseren Matze Halber mit der Hawker Hurricane. Anfluggeschwindigkeit ca. 100 Meilen, das sind etwa 160 km/h. Also relativ langsam. Jawohl, wunderbar gelandet. Ein relativ breites Fahrwerk und relativ große Landeklappen verhelfen der Hurricane zu modern, die das natürlich hauptsächlich organisiert hat. Ganze Aufbauarbeit, das viel Versorgung, Catering, die verschiedenen Zelte von Fliegertruppen aus Neckartal, SCS Stuttgart, ACS Stuttgart und FSV Nördlingen. Also viel Widerstand. Ellingen, vielen Dank dafür. So, jetzt im Anflug die AT-11, kurz vor der Landung. Ja, und schauen Sie sich das jetzt nochmal an aus der Nähe bei der AT-11, der mittleren, im Hauptrumpf, diese Glas- oder Plexiglas-Kuppel vorne.